hier voll rein. Voll ins Spiel. Stichpunkte, Fotoshooting, Album, Videodreh und Record Release. Was fällt dir dazu ein? Ich hab mir das jetzt nicht alles gemerkt. Geil. Und Sommer. Okay. Weil es ist ganz schön warm. Okay. Nee, was, ich hab dir nicht zugehört. Aber ich glaube, dass, egal was Fico gesagt hat, hat mit Stadtrot zu tun und ist geil. Also, hallo, YouTube. Hallo, Facebook. Hallo, Snapchat. Hallo, YouPorn. So, Jan. Was ist los? Bist du gerade ein bisschen gewetzt? Oder? Auf jeden Fall. Völlig ausgepowert. Aber hat riesen Spaß gemacht. Okay. Für was drehen wir das Video gerade? Rückenwind! Für welche Plattform? Für YouTube! Facebook? Facebook! Instagram? Instagram! Insta, Snapchat, Google on Earth? Nee, ist ja Quatsch. Nö. Achso. Was war die Frage? Okay, die Frage war Videodreh Berlin. Also ich mache mal so einen Stichpunkt. Ja. Videodreh Berlin. Ja, Videodreh Berlin. Fotos. Album. Vielen Dank. Record. So, geh noch weiter. Was würdest du sagen? 3 Minuten Rennen zu einer Stunde Konzert. Was ist anstrengend? Ich würde die Stunde vorziehen, auf jeden Fall. Rennen war anstrengend. Ja. Rennen war anstrengend. Aber das machen wir ja gerne, Opa. Natürlich, deswegen machen wir es ja. Geht's dir gut? Nee. Guck mal, Tom, zu wenig Bier, zu warm, zu wenig Zigaretten. Aber guck mal hier. Viele Leute. Oh. Und Franny? Na komm, so ein kleines Interview ist ja. Ja, was ist los? Anstrengend, oder? Die Frage war vorhin zum Beispiel: eine Stunde Show oder eine Stunde Videodreh? Was ist anstrengender? Ich glaube, eine Stunde Videodreh. So, Lori. Ja. Videodreh? Ja. Take. Voll einfach. One. Voll einfach. Ja. Ja. Okay, mindestens. War schon sehr anstrengend, oder? Nee. Weiß gar nicht, was hast du? Das ist zu viel. Was ist denn gerade so viel? Tommy. Anstrengend. Nee, ich laufe ja schon die ganze Zeit mit anderen mit. Aber merkst du? Extra langsamer gerannt jetzt. Ja. Auch nicht. Was die Idee war denn das? So eine Scheiße. Das ist ganz schön warm. Aber es heißt ja auch, wer nicht wagt, der nichts gewinnt. Record Release? Ja, Record Release haben wir im Dezember, Anfang Dezember. Das Album kommt Anfang November. Und das Video kommt Anfang September. Das ist ja mutig, aber wird passieren. Kannst du was zu unserer Vorband sagen? Zu unserer Vorband? Zu unseren Vorbands. Ja, also, genau. Wir haben die XYZ. Ja. Das ist eine Band, das besteht aus Linguisten und ja, die machen Germanistik-Rock. Und ansonsten spielt vor uns The Grand Journey. Die machen Motortruck-Rock. Das ist Musik, die hörst du möglichst dann, wenn der Motor so laut ist, dass du so nichts anderes mehr hören kannst. Und wenn der Endscheindämpfer kaputt ist. Genau. Für die sich kein großes Auto leisten können. Genau. Und dann spielt vor uns niemand mehr, glaube ich. Also dann gibt es wahrscheinlich noch eine Putzkraft, die macht vorher sauber. Die wird vielleicht auch was singen in dem Besenstiel, ich weiß es nicht. Nach uns wird dann noch Musik aufgelegt. Wir haben ein paar Leute angefragt, ein paar DJs. Die meisten haben abgesagt. Vielleicht legen wir ja selber auf, weil das machen ja andere große Künstler auch so. Ja, da ist man dann auch DJ, habe ich gehört. Das stimmt, ja. Also Spotify Play drücken kann ich, das kann ich gut. Also kommt alle im Dezember zu unserer Record Release Party am 3.12. Ach, das war doch mal eine Ansage, wa?